Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Rassismus, Antisemitismus, rechtsextremistisch motivierte Anschläge und Morde sowie die gewaltbereite und verrohte Sprache greifen unser Leben, unsere Demokratie seit Jahren an. Es gibt Tage nach Anschlägen oder gewaltbereiten Äußerungen, an denen Trauer überwiegt und sich Fassungslosigkeit breit macht. Und in dieser Zeit bringt der gemeinsame Antrag von SPD, CDU und meiner Fraktion ein bisschen mehr Hoffnung und mehr Entschlossenheit. Dafür, lieber Thomas, lieber Thorsten, herzlichen Dank. Gemeinsam zeigen wir klare Haltung und klare Kante gegen rechts. Wir zeigen, dass Demokratinnen und Demokraten trotz unterschiedlicher politischer Ansichten zum Schutz der Volksherrschaft, zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit und zum Schutz der Menschen zusammenarbeiten. Noch nie war unser aufrichtiges Auftreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus so wichtig wie heute. Noch nie war unsere Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Nationalsozialismus so sehr bedroht wie heute. Denn Rechtsextremisten sind zurück auf dem politischen Feld und machen daraus ein Schlachtfeld. Sie nutzen Mittel der Demokratie, um diese zu bekämpfen und sogar zu zerstören. Sie bedrohen, greifen an und schüchtern ein. Die Zahl der rechtsextremistischen Bedrohungen, Anschläge und Morde nimmt seit Jahren zu. Und wieder sind die skrupellosen Täter von heute Deutsche. Genauso wie die Deutschen, die den größten Massenmord in der Weltgeschichte begangen haben und genauso wie die Deutschen, die einen ganzen Kontinent ins Verderben gestoßen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wie konnten die Faschisten 1933 die Macht ergreifen? Sie kamen mit ganz legalen Mitteln an die Macht. Sie saßen am Tisch der Demokratie, missachteten sie und schafften sie letztendlich ab. Schleichend, geplant, vor aller Augen und aller Ohren. Goebbels selbst schrieb in einem Aufsatz, ich zitiere, wir sind doch eine antiparlamentarische Partei, lehnen aus guten Gründen die Weimarer Verfassung ab. Was wollen wir im Reichstag? Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freikarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Ende des Zitats. Sie installierten das Führungsprinzip mit Gleichschaltung, Notstandsgesetzgebung, Parteien verboten. Mit der Verfolgung anders Denkender, anders Handelnder, anders Aussehender, anders Sprechender, anders Liebender, anders Gläubiger und anders Lebender. Sie erhöhten und überhöhten sich, um daraus das Recht abzuleiten, die anderen grausam zu vertreiben und zu vernichten. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, das sind nicht nur Taten der Geschichte, nein, Geschichte droht sich zu wiederholen, denn auch in den letzten Jahren schafften es Rechtsextreme in die Parlamente, ob in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern. So ätzte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Höcke, ich zitiere, man werde, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln. Die Verantwortung dafür tragen dann diejenigen, die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben. Ende des Zitats. Das ehemalige AfD-Mitglied Ape schrieb, als es noch AfD-Mitglied war, ich zitiere, wir müssen ganz friedlich und überlegt vorgehen, uns gegebenenfalls anpassen und dem Gegner Honig ums Maul schmieren. Aber wenn wir endlich so weit sind, dann stellen wir sie alle an die Wand. Grube ausheben, alle rein und Löschkalk oben rauf. Ende des Zitats. Und der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion in unserem Landtag äußerte sich wie folgt.
Deutschland, den Deutschen und alles für unser geliebtes Deutschland. Wir Bio-Deutschen mit 2 deutschen Eltern und 4 deutschen Großeltern müssen und werden dafür sorgen, dass unsere Heimat auch in 30 Jahren noch von deutscher Kultur, deutschen Traditionen, unserer deutschen Sprache und einer deutschen Leitkultur geprägt und geformt wird. Ende des Zitats. Solche Äußerungen, sehr geehrte Damen und Herren, sind genau eins. Sie sind geistige Brandstiftung. Wir Abgeordneten sind angetreten, die Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen in unserem Land zu schützen, ihnen ein Leben zu ermöglichen, in dem alle vor dem Gesetz gleich sind, niemandem die Menschenrechte genommen werden und niemand Verfolgung, Diskriminierung und Tod fürchten muss. Für uns gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehr geehrte Damen und Herren, wir denken an die Mordanschläge in Hanau, davor in Halle, davor in Kassel, davor in Dortmund, davor in München, davor in Nürnberg, davor in Rostock, davor nochmals in München, davor in Hamburg, davor wieder in Nürnberg. Und davor nochmals in Nürnberg. Seit 1990 haben rechte Täter wahrscheinlich über 700 vollendete und versuchte Tötungsverbrechen begangen. Dabei starben über 800 Menschen oder wurden lebensgefährlich verletzt. Das heißt, dass in den vergangenen 30 Jahren im Durchschnitt jede zweite Woche ein Mensch getötet oder lebensgefährlich verletzt wurde, und das von rechten deutschen Tätern. Aber auch eine von Wut und Hass durchtränkte Sprache ist Aufforderung und Bestätigung für den nächsten Anschlag, das nächste brennende Haus, den nächsten Mord. Wir werden es nicht zulassen, dass sich im Jahr 2020 ein 33 einschleicht. Denn wer einen Führer installieren will, Migranten von der Teilhabe am Leben ausschließen möchte, wer die Zeit des Hitlerfaschismus relativieren will und nicht als das anerkennt, was sie ist, die grausamste Zeit deutscher Geschichte, europäischer Geschichte und der Weltgeschichte, der, sehr geehrte Damen und Herren, der ist ein Faschist. Mit einer Partei, die Faschisten in ihren Reihen hat, werden wir niemals zusammenarbeiten.